Wenn man die Zahlen ansieht, könnte man glauben, man hat nicht genügend Hotelbetten. Wir haben zurzeit eine sehr gute Auslastung, aber es werden sicherlich auch wieder wirtschaftlich schwächere Zeiten kommen. Und deswegen glaube ich, ja, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Die Anzahl der Betten im Luxussegment sind die letzten 10 Jahre gleich geblieben und im mittleren Bereich, im Vier-Sterne-Bereich, haben sich die Kapazitäten erhöht. Es gibt Stimmen, die meinen, wir könnten noch ein Luxushotel gebrauchen. Wenn ich an die Industrie denke, die Preise über den Preis einkauft und nicht über die Qualität, dann kann man das in Frage ziehen. Zurzeit geht es der Hotellerie gut, was die Umsätze anbelangt. Wir leiden heute eher darunter, dass wir Schwierigkeiten haben, geeignete Mitarbeiter zu finden. Wir versuchen eben die Ausbildung zu stärken. Wir haben jetzt vom Hotel- und Gaststättenverband zusammen mit dem Land ein Projekt, dass wir einen Bus umgebaut haben. Wir werden damit zu Schulen fahren, um an den Schulen für unseren Nachwuchs zu werben. Einen Renovierungsstau haben wir heute nicht mehr. Das hängt zusammen dadurch, dass wir die letzten Jahre doch recht gute Umsätze erzielt haben, aber auch, dass uns die Mehrwertsteuerreduzierung auf 7% im Übernachtungsbereich geholfen hat. Dadurch hatten die Kollegen die Möglichkeit, ihr Hotel auf Vordermann zu bringen.